So, also dann wollen wir uns jetzt mal darauf daran machen, Hilfe für Ardo zu suchen. Wir haben zwar hier an der Zollfeste noch den Schatz des Wirtes, aber vom Rollenspieltechnischen her denke ich mal, dass wir lieber erst einmal gucken, dass wir Hilfe für Ardo suchen oder ihn Nicht wenigstens an einen träumen, sicheren Hummel, Ort, arbeiten. an einen sicheren Ort bringen, wo man ihn stabilisieren kann. Und ich sehe gerade, wir haben sogar den kleinen Hund vom Zollkommandanten jetzt an Bord. Süß. Also reden wir mal mit Kapitän Triebrack. Habt ihr euch entschieden, wo wir nach Heilung für Herrn Ardo suchen sollen? Was habt ihr vor? Ja, also ich denke mal, das Beste ist, wir fahren zu Bruder Emma ran. Das ist nämlich der einzige Anlaufpunkt, den wir haben. Also macht die da hier bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Natürlich zur, ja genau, zur Insel des Vergessens. Gut, da sind wir auf der Insel des Vergessens angekommen. Dann gehen wir gleich mal mit Bruder Emmeran Los, reden. runter von dieser Schaukelbachstelle. Garosho Emmeran wird schon wissen, was zu tun ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Hilfe können wir eher von den Elfen erwarten. Ah ja, da haben die drei noch mal ein Für den Gespräch. Fall der Fälle will ich, dass wir im Handumdrehen zum Ablegen bereit sind. Alles an Bord, Hummel? Ja, da haben sie sich jetzt gerade noch mal über Ardo unterhalten, aber jetzt reden wir mal mit Bruder Emmeran. Seid erneut gegrüßt. Euer Blick ist von Sorge erfüllt. Was ist geschehen? Ihr hattet recht mit dem, was ihr über die Zollfeste sagtet, Gesandter. Ja, die Zeichen waren leider nur allzu deutlich. Doch berichtet mir, was passiert ist. Die Zöllner paktierten mit den Piraten, sie versuchten uns zu töten. Unser Anführer Rado wurde in einem Hinterhalt angegriffen und vergiftet, seitdem ist er in einem reglosen Zustand. O großer Flussvater, welch Unheil gedeiht an den Ufern. Schnell, lasst mich seine Wunden sehen. Gut, hoffentlich könnt ihr helfen, Bruder Emmeran. Hoffentlich kann er uns helfen. Es tut mir leid. Die Erdkraft, die uns die Urmutter verleiht, ist wahr nicht groß, doch dieses Gift beruht auf der Drachenmacht, der Zauberei der Menschen und Elfen. Ihr müsst bei ihnen Heilung suchen. Drachenmacht, das klingt schon im Fall von Ardo jetzt nicht gut, aber auch ziemlich mächtig. Drachenmacht, sollten wir uns mal merken, falls wir wieder drauf stoßen auf sowas, dass wir gewappnet sind. Wir sollen bei Menschen oder Elfen Heilung suchen, aber bei wem bitte? Ja genau, der Zollkommandant erwähnte, dass die Piraten ein Elfendorf überfallen wollen. Vielleicht kann man Ardo ja dort helfen. Die Elfen sind wahrlich mächtige Heilkundige. Ich weiß, wo sich ihr Dorf befindet. Sie baten mich, es geheim zu halten. Doch in dieser Lage mögen sie mir vergeben. Ich zeige es euch auf eurer Karte. Ja, und dafür können wir dem Bruder sehr dankbar sein. Also, dass er uns doch die verrät, wo die Elfen sind, weil Ardo braucht dringend Hilfe. Hab Dank für eure Hilfe, wir müssen nun schnell weiter. Ja, beeilt euch und rettet euren Freund und die Elfen. Möge der Segen des Flussvaters mit euch sein. Bedauerlich. Doch immerhin wissen wir nun, wo wir die Elfen finden können. Das bedeutet womöglich auch Rettung für Herrn A. Da habe ich noch immer meine Zweifel. Aber besser das versuchen als nichts. Los, versteht ihr hier rum wie die Ziegen auf der Weide. Ihr erinnert euch sicher, werter Herr, dass nicht ihr die Entscheidungen auf diesem Schiff zu treffen habt. Also Forgrim hat immer wieder was Tolles zu sagen. Aber der Captain hat recht, wir haben das Kommando. Also, aber bevor wir jetzt ablegen, erst mal kurz ins Tagebuch gucken. Und zwar, das Vermiss stellen wir mal zurück. Also, wir sollen für Ardos Heilung die Elfen aufsuchen. Und, ja, wir wissen jetzt, wo das Elfendorf ist. Aber bevor wir gehen, wir haben ja hier noch bei dem Krakenmoorloch dieses Artefakt gefunden mit dem
Delfin drauf. Das sieht aus. Ja, eigentlich wie ein Artefakt des Meeresgottes. Vielleicht weiß Bruder Emmeran ja etwas darüber. Bei dieser Tempel hier hinten, der war ja mal ein Edward-Tempel. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ja, genau. Ich habe in der Zollfeste einen Kraken-Moloch getötet. Und dann dort dieses Bruchstück gefunden. Ich dachte, es könnte vielleicht wichtig sein. Lasst mich sehen. Heilige Erlin, also das ist es. O großer Flussvater, warum ziehst du mich in deinen Streit mit dem Unergründlichen? Wie sollen wir Sterblichen denn vor eurer Wut bestehen? Also wirklich rosig klingt das ja nicht. Also er spricht nicht gerade nicht mehr mit uns, sondern mit dem Flussvater. Und irgendwas mit, irgendwie das mit der Wut und mit dem Unergründlichen. Mal sehen, was daraus auf uns noch zukommt. Ich verstehe nicht, wovon sprecht ihr, Gesandter? Verzeiht, meine Gefühle haben mich übermannt. Nun erst verstehe ich die Tragweite eures Handels. Wisset, dieses Artefakt hier öffnet den Zugang zum Tempel. Der Zugang zum Tempel. Ob wir da wirklich rein wollen? Immerhin hat uns Bruder Emmeran ja gesagt, dass Effert dort irgendein uraltes, wütendes Wesen eingesperrt hat, von dem ich immer noch glaube, dass es irgendeine Kreatur des Namenlosen ist. Ob wir da wirklich rein wollen? Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Erst am wichtigsten ist, als Ardo zu heilen. Seit dieser Ort durch den Streit zweier Götter zerstört wurde, gärt in seinen Tiefen Efferts Zorn. Der alte Gott hat die Schmach, die ihm der Flussvater bereitete, nie vergessen. Ja genau, also der Streit zweier Götter, damit ist Effert und der Flussvater gemeint, weil der Flussvater hat hier ja den ganzen Tempel überflutet und alle Effert-Diener ertränkt. Und Efferts Zorn auf sich zu ziehen, ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Es ist eigentlich gar keine gute Idee, überhaupt den Zorn eines Gottes auf sich zu ziehen. Aber es ist schon erstaunlich. Effert ist einer der 12 und der Flussvater hat ihm eine Niederlage bereitet. Der Flussvater ist also doch schon ziemlich mächtig, ja? Die Wut des Meeresgottes ist wie ein erbarmungsloser Sog. Sie verschlingt selbst das hellste Licht, um es als Finsternis wieder auszuspucken. Ja, die, wie ich gerade sagte, die Wut eines Gottes auf sich zu ziehen, ist nicht gut. Keine gute Idee. Aber in diesem Tempel erwartet einen also nur wahrscheinlich nur wirklich Finsternis. Aus den Tiefen des Tempels steigt diese Düsternis nun hervor und vergiftet den Fluss. Sie lockt abscheuliche Wesen an, die der Macht des Flussvaters in seinem Reich spotten. Also der Tempel ist wirklich verflucht, so wie der Bruder Emmeran das jetzt sagt. Lockt abscheuliche Wesen an, also wahrscheinlich sowas wie den Krakenmolch, den wir besiegt haben. Ja genau, solche Wesen wie den Molch. Ja, wie der Molch. Ich weiß, Menschen kriegen ihn, um ihn für ihre dunklen Zwecke zu benutzen. Doch auch sie machten sich dadurch letztlich nur zu Werkzeugen von Efferts Rache. Ja genau, weil eigentlich so ein Krakenmolch ist ja ein Meerestier oder ein Meereslebewesen. Ich weiß nicht, ob man es Tier nennen kann. Also es lebt hier eher in Salzwasser und das hier ist ja eigentlich ein Süßwasserfluss. Dass so ein Krakenmolch sich hier wohlfühlt, beziehungsweise hier überhaupt überleben kann, das ist schon etwas merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das alles verstehe. Meint ihr, es hat eine Bedeutung, dass mir dieses Ding in die Hände gefallen ist? Als ich euch das erste Mal in Nadoret sah, wusste ich bereits, dass euer Handeln mit dem Wirken der Götter in Verbindung steht. Auch wenn ich damals nicht gewahrte, welche Rolle ihr spielen würdet. Ah ja, wir stehen mit den Göttern in Verbindung.
Das ist jetzt vielleicht wieder mal ein bisschen klischeehaft, aber sie sollten uns geehrt fühlen, dass die Götter mit uns in Verbindung stehen. Und wisst ihr nun, ob Bruder Imara nun weiß, was für eine Rolle wir spielen? Ich werde euch mit diesem Bruchstück den Tempel öffnen. Doch müsst ihr alleine gehen. Mir als Gesandten ist es untersagt, mich direkt einzumischen. Verzeiht. Ach, das ist schon in Ordnung. Wir wollen aber sowieso jetzt nicht gleich in den Tempel. Wir müssen uns erst um Ardo kümmern. Aber wenn ihr meint, dass es so wichtig ist, dass ich in den Tempel, dass ich den Tempel betrete, will ich es gerne tun. Aber was genau soll ich darin eigentlich machen? Ihr müsst den Weg in die Tiefen finden und euch dem stellen, was euch dort erwartet. Mehr darf ich euch nicht sagen. Es tut mir leid. Ich kann euch nur für euren Heldenmut danken. Und nun folgt mir. Gut, machen wir das mal. Aber ihr müsst auf der Hut sein. Ich weiß nicht, in welcher Form Ephas Zorn euch gegenübertreten wird. Doch die Herausforderung wird gewaltig sein. Bereitet euch gut vor. Und zögert nicht, euch zurückzuziehen, wenn die Gefahren euch zu übermannen drohen. Wer sich in die Belange der Götter mischt, darf nie leichtfertig sein. Seid also vorsichtig. Ich bitte euch. Nun, dort ist der Tempeleingang. Nur noch ein kleines Stück. Ich würde es eigentlich vorziehen, mich nicht bei den Göttern einzumischen. Wenn das nun mal der Weg ist, der für mein Geo und für mich hier vorbestimmt ist, also für unseren Geodenzwerg hier, dann... So, nun wollen wir sehen. Der Flussvater sei gepriesen. Das Tor hat sich geöffnet, wie ich es vorausgesehen habe. Aber bei der Urmutter, was ist das für eine eisige Kälte? Dennoch, ihr müsst euch dem Dunkel des Tempels stellen. Möge der Flussvater mit euch sein. Jetzt im Augenblick aber nicht. Jetzt im Augenblick machen wir uns lieber auf und davon. Denn diese eisige Kälte macht mir ein bisschen Bammel. Schnapp ich mir lieber noch diese Einbeeren hier und dann geht's ab zu den Elfen. Ich sagte, ich schnapp mir Einbeeren. Naja, wenigstens 4 Stück. Okay, der Effort-Tempel. Nein, da will ich noch nicht rein. Erst einmal will ich Arthur helfen. Das ist jetzt am wichtigsten. Also. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Doch wie es mit Göttergesandten nun einmal ist, sie haben stets etwas an sich, das einem nicht ganz geheuer ist, nicht wahr? Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Ja, das tust du, weil ich als Geode bin ja auch so eine Art Gesandter der Urmutter. Aber schwamm drüber. Was kann ich für euch tun? Ja, also dann machen wir uns mal wieder Abfahrt bereit. Wo soll ich hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Und dann suchen wir mal den Elfenwald. Der liegt direkt zwischen der Insel des Vergessens und der Zollfeste. Mal sehen, was uns erwartet, wenn wir dort ankommen. Ach, ja, und ich sagte ja, ich kenne nur einen Teil des Spiels. Also, seitdem wir jetzt die Zollfeste verlassen haben, ist eigentlich alles blind für mich. Deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen chaotischer mit dem Vorankommen. Also, dann wollen wir mal zum Elfenwald. Das tatenlose Herumsitzen an Deck war furchtbar. Finstere Kräfte hatten Ardor in eisernem Griff. Und ich machte mir Vorwürfe. Sollten auch die Elfen keine Heilung wissen, dann würde ich mir einen Schandbart schneiden. Meine Gefährten grübelten nur über diesen Kaltenstein und seine Handlanger nach. Ich hielt mich mit der Vorstellung bei Laune, mit diesen Flusspiraten bald ein ernstes Wörtchen zu reden.